Schicken wir mal als erstes dem Kloster Holz. Bleibt wachsam! Damit das schon mal sicher gesichert ist. Wie ihr wünscht. Während ich mir ein paar Truppen zusammenziehe. Und für Honig sorgen sollte. Der Boden ist nicht fruchtbar. Nee. Okay, dann machen wir es doch gerade andersrum. Aber der Boden dürfte auch nicht fruchtbar sein. Doch, der ist scheinbar fruchtbar. Nun haben wir genug Holz, um eine Palisade zu errichten. Vielen Dank. Seid auf der Hut. Verstanden. So. Verstanden. Jetzt bräuchte ich noch mehr Bogenschützen. Vielleicht bitte? Alles klar. Alles klar. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ei. Da können wir gleich das Lager des Roten Prinzen da unten zerstören. Ei! Damit uns alles das klar. Kein Dorn mehr im Auge ist. Haben wir noch mehr Klamotten? Das Lagerhaus ist voll. Deswegen bauen wir das auch gleich als erstes wieder aus. Bauen auch gleich die Burg aus, dann sind wir unsere ganzen Steine los. Schon unterwegs. Verstanden. So, unsere Armee. Die Armee des Roten Prinzen. Wie ihr wünscht. Verstanden. Jawohl. Alles klar. Wollen die hier runter in den Süden? Sieht fast danach aus. Die wollen ihre Lager verteidigen. Ei, schon unterwegs. Deswegen ziehen wir mal hier ab. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Da sollte es aber noch mehr als genug geben. Jawohl. Schon unterwegs. Sofort. Ei. Ach ja, Apotheke sollten wir auch langsam mal eine bauen. Hier so neben der Kirche. So. Den Imker ausbauen. Mal Holz an. Ein Karren wurde ausgesandt. Schon unterwegs. Haltet die Augen offen. So. Ein Dieb wurde entdeckt. So, Dieb ist tot.
Auf euren Befehl! Ein paar mehr Truppen ausbilden. Kann nicht schaden. Euch einreißen. Kann auch nicht schaden. Ja, so viele Holzfäller brauchen wir jetzt dann doch nicht mehr. Schon unterwegs. Nahrung wird knapper. Eure Holzlieferung ist eingetroffen. Wir können mit dem Bau der Palisade beginnen. So, noch ein Bäcker und eine Käserei. Auf euren Befehl. Ach, die haben ihre Palisade hier errichtet. Sehr schön. Die errichten sie jetzt um das Dorf herum. Ei! Wie ihr wünscht. Kirche ausbauen. Wir haben nämlich fast keine Bevölkerung mehr. Der rote Prinz greift ein verbündetes Dorf an. Wir müssen ihnen Hilfe schicken. Jawohl. Verstanden. Welches greift er an? Die nächste Frage ist übrigens, wie schützen wir uns am besten? Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Ja, dafür sollte ich auch dann sorgen, dass ich... Die Soldaten des Roten Prinzen greifen Caspuena an. Helft uns. Ei! Das ist aber jetzt nicht der gesamte Angriff des Roten Prinzen, oder? Schon unterwegs! Alles klar. Wie ihr wünscht. Alles klar. Das ist ein Munitionskarren, okay. Ach, da sind die Katapulte. Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und seht meine Waren. Alles klar. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ei! Verstanden! Ja, ganz ehrlich, was soll ich denn da jetzt machen? Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Ei! Auf euren Befehl. Jawohl. Alles klar. Wie ihr wünscht.
Ach so, ja. Also ja, wir haben einen... Wir haben ein Territorium eingenommen. Ein Dorf haben wir jetzt verloren. Ich weiß nicht, sollen wir die Mission neu starten? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, wie lange wir schon in dieser Mission jetzt drin sind. Eine Dreiviertelstunde. Wenn wir sie neu starten. Komm, das wird das Beste sein. Neu starten. Seid gegrüßt, meine Freunde. Kann ich das irgendwie mal lange genug hat der rote Prinz euch und die anderen Siedler unterdrückt. Nun ist die Zeit gekommen, sich gegen ihn zu erheben. Wir heißen euch willkommen, edler Ritter. Ihr scheint unsere Notlage zu verstehen. Wir danken euch für euren Beistand gegen den roten Prinzen. Wir brauchen einen Anführer, wenn wir uns befreien wollen. Wir haben von euren Erfolgen gehört und vertrauen euch. Der Rote Prinz wird versuchen, diese Rebellion im Keim zu ersticken. Wir müssen Montecito um jeden Preis verteidigen. Wir müssen unser Kloster beschützen. Bitte schickt uns Holz, damit wir eine Palisade bauen können. Wir benötigen etwas Holz, um eine Palisade zu bauen. Wenn uns der Rote Prinz angreift, müssen wir unsere Leute schützen können. Wir benötigen Holz, um eine Palisade zu errichten. Ansonsten wird der Rote Prinz uns überrollen. Ja, darum kümmern wir uns. Diesmal machen wir alles richtig. Also hier dieses Mal noch einen Holzfäller hinsetzen. Steinbruch. Besetzen. Verstanden. Wo ist hier der Steinbruch? Da ist der Steinbruch. Verstanden. Ja, den Fisch. Wie ihr wünscht. Also ja, die Mission kann man sehr als sehr anstrengend betiteln. Jawohl. Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Ja, ich sollte so an die 6. Holzfäller errichten. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Vier habe ich schon mal. Also ja, du bist da ziemlich weit unten. Also kann ich hier oben noch einen errichten. Ich werde angegriffen. Ich kann feindliche Soldaten überzeugen, die Seiten zu wechseln und für meine Sache zu kämpfen. Auf euren Befehl. Oh. Schon unterwegs. Können wir auch gleich schon mal die Burg ausbauen? Hafen haben wir entdeckt. Alles klar.
Auf euren Befehl. Tannenholzfäller. Hier bräuchte ich noch einen Jäger übrigens.